Hi, ich bin Steffi von bibiartikel.de und ich zeige dir heute im Video den neuen Fahrradanhänger Drag Duo von Hauk. Viel Spaß! Gerade jetzt im Sommer ist so ein Fahrradanhänger natürlich eine super Möglichkeit, um mit deinem Kind mobil zu bleiben, in der Stadt oder auch auf Feldwegen. Und wie alles funktioniert, zeige ich dir jetzt. Den Drag Duo findet ihr bei uns im Shop und nur bei uns gibt es auch einen Kinderwagen-Organizer mit dazu. Den Hauk Duo gibt es in Grau, wie ihr ihn hier seht, in Pithol und in Rosé. Wie ihr sehen könnt, bietet der Drag Duo Platz für zwei Kinder. Er ist aber trotzdem noch schmal genug, dass ihr auch im Alltag damit super zurechtkommt. Also er passt durch Gartentore und auch durch eure Haustür. Wie der Name schon sagt, 2-in-1 Fahrradanhänger Drag Duo ist das nicht nur ein Fahrradanhänger, sondern auch ein Buggy. Und wie das genau funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ich habe den Fahrradanhänger jetzt an meinem Fahrrad befestigt. Wenn ich jetzt zu Fuß unterwegs sein möchte und den Fahrradanhänger als Buggy benutzen möchte, dann mache ich Folgendes. Und zwar im ersten Schritt holen wir das Vorderrad hinten aus dem Fahrradanhänger raus. Dann lösen wir die Deichsel vom Fahrrad. Und im nächsten Schritt befestigen wir das Vorderrad unten am Buggy. Der letzte Schritt ist jetzt, dass wir die Deichsel vom Fahrradanhänger entfernen. Wie ihr sehen könnt, geht die Demontage vom Fahrradanhänger wirklich super einfach und die Umwandlung in ein Buggy. Jetzt ist die Frage, was wir mit dieser Deichsel machen und auch mit der Fahne, die ihr ja beim Fahrradanhänger dabei habt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die natürlich einfach dran lassen, dann sieht man euch auch super in der Stadt. Oder ihr verstaut beides im großen Stauraum hinten. Hinten im Drag Duo gibt es einen großen Stauraum, wo ihr ganz einfach die Deichsel verstauen könnt, wenn ihr unterwegs seid mit dem Buggy. Die Fahne, aber auch eure Handtasche oder den Ausflugsrucksack, passt alles super mit rein. Wenn ihr alles hinten im Stauraum verstaut habt, könnt ihr noch den Schieber einstellen. Dazu drückt ihr einfach hier an den beiden Seiten rein und dann könnt ihr den euch für eure Größe individuell einstellen. Dann löse ich unten noch die Fußbremse und dann kann es losgehen. Dann schauen wir uns jetzt den Innenraum von dem Fahrradanhänger genauer zusammen an. Wie ihr sehen könnt, bietet der Drag Duo Platz für zwei Kinder. Und insgesamt ist der Fahrradanhänger bis 44 Kilo zugelassen, heißt 22 Kilo für jedes Kind. Und hinten im Stauraum könnt ihr zusätzlich nochmal 6 Kilo beladen. Dieser Fahrradanhänger hat keine Liegefunktion, das heißt, dass euer Kind schon sitzen können sollte. Heißt, er ist für Kinder ab 6 Monaten geeignet. Besonders sind auch die beiden Taschen im Innenraum. Da könnt ihr super Getränke oder auch Spielzeug für euer Kind verstauen. Dann kommt es auch während der Fahrt super ran. Bei einem Fahrradanhänger spielt das Verdeck auch eine große Rolle. Hier bei dem Drag Duo haben wir ein extra großes Sichtfenster, weil eure Kinder ja beim Fahren auch was sehen möchten. Und super praktisch ist, ihr habt hier ein integriertes Insektennetz und einen Wetterschutz dabei, den ihr oben verstauen könnt, wenn ihr das Sichtfenster offen haben wollt, zum Beispiel wenn ihr eure Kinder reinsetzt. Und wenn ihr losfahrt, könnt ihr ganz einfach entweder nur das Insektennetz oder auch den Wetterschutz dazu ganz einfach nach unten klappen. Der Drag Duo hat hier oben auch ein großes Sichtfenster. Das könnt ihr einfach aufmachen und zusammenrollen. Wenn ihr zum Beispiel mit dem Buggy unterwegs seid, dann könnt ihr euer Kind auch von oben beobachten. Der Fahrradanhänger hat auch hier an den Seiten zwei Sichtfenster. Die sind auch wasserfest, die kann man allerdings nicht öffnen. Dann interessiert euch bestimmt auch noch, wie ihr den Fahrradanhänger an eurem Fahrrad befestigen könnt. Die gute Nachricht ist, es passt wirklich an jedes Fahrrad. Wenn ihr einen Schnellspanner habt, dann geht das super einfach. Wenn ihr keinen habt, so wie ich, wie bei meinem Fahrrad, ist das auch kein Problem. Dann braucht ihr einfach ein Werkzeug, um diese Schraube hier zu lösen und könnt dann das Verbindungsstück zum Fahrradanhänger einhängen und könnt dann auch für die Zukunft dranbleiben, dass ihr dann, wenn ihr öfter mit dem Fahrradanhänger unterwegs seid, nur noch den Anhänger hier reinhängen müsst. Wenn ihr das Verbindungsstück an eurem Fahrrad befestigt habt, dann kommt im nächsten Schritt die Deichsel dran. Dafür öffnen wir hier den Verschluss, ziehen den Stift raus und hängen dann die Deichsel rein.
Wenn ihr dann die Deichsel am Fahrradanhänger befestigt habt, steckt ihr im nächsten Schritt den Stift wieder rein und macht den Sicherheitsverschluss zu. Dann macht ihr noch das Vorderrad ab und verstaut das hinten im Fahrradanhänger. Als letztes befestigen wir jetzt noch die Deichsel am Fahrrad. Dafür nehmen wir im ersten Schritt den Stift hier raus, stecken die Deichsel rein und befestigen das Ganze mit dem Stift wieder. Dann klippen wir das hier unten noch rein, dass das auch fest ist. Und mit dem Sicherheitsband kann auch nichts passieren, dass im Fall der Wagen wegrollt. Dann ist es wichtig, bevor ihr losfahrt, dass ihr nochmal alles checkt, ob alles sicher ist, und dann kann es losgehen. Wenn ihr mit dem Fahrradanhänger im Straßenverkehr unterwegs seid, ist es ganz wichtig, dass ihr das mitgelieferte Licht anmacht und die Fahne zusammensteckt und auch am Fahrradanhänger anbringt. Dann könnt ihr einfach super gesehen werden und auch wenn es dunkel wird, sieht man euch gut. Ich habe den Fahrradanhänger jetzt hinten angehängt und man merkt sofort, dass er sich super leicht mitziehen lässt. Und auch wenn ich eine Kurve fahre, lässt er sich gut manövrieren. Dann schauen wir uns die großen Hinterreifen mal genauer an. Die sind nicht wie bei vielen anderen Kinderwagen oder Buggys aus Plastik, sondern aus Gummi. Dann könnt ihr nämlich auch die Luft individuell einfüllen und die Federung beeinflussen. Wenn ihr zum Beispiel auf Schotterwegen unterwegs seid, dann empfehlen wir euch, ein bisschen weniger Luft reinzutun, dass der Wagen einfach mehr federn kann. Und wenn ihr in der Stadt auf Asphalt unterwegs seid, ein bisschen mehr Luft reinzupumpen. Dann möchte ich euch noch zeigen, wie ihr den Fahrradanhänger ganz einfach zusammenklappen könnt, damit ihr ihn im Auto zum Beispiel transportieren könnt. Im ersten Schritt nehme ich hierzu das Vorderrad ab. Dazu drücke ich den Knopf hier rechts an der Seite, hebe den Fahrradanhänger ein bisschen an und kann den Reifen ganz einfach abziehen. Dann verstaue ich ihn auch gleich im Stauraum hinten. Da habt ihr eine extra Tasche dafür. Und im nächsten Schritt mache ich die beiden großen Hinterreifen ab. Dazu drücke ich hier einfach in das Weiße rein. Dann kann ich den Reifen ganz einfach abziehen. Das mache ich auch kurz auf der anderen Seite. Und im letzten Schritt kann ich dann den Fahrradanhänger ganz einfach zusammenklappen. Damit ihr den Fahrradanhänger besser verstauen könnt, könnt ihr einfach hier den Schieber nach vorne drehen und die Reifen zum Beispiel einfach oben drauf legen oder, wenn sie jetzt nicht zu dreckig sind von eurem Ausflug, auch im Innenraum verstauen. Ich habe euch am Anfang vom Video versprochen, dass ich euch den Kinderwagen-Organizer von Zambu noch vorstelle, den ihr bei uns kostenlos mit dazu bekommt. Das ist super praktisch, wenn ihr unterwegs seid. Dann könnt ihr hier in der Innentasche eure Wertsachen wie Schlüssel oder Portemonnaie verstauen und mit den Magneten hier verschließen. Und an den Seiten könnt ihr zum Beispiel eine Flasche verstauen. Wenn ihr dann alles in der Tasche verstaut habt, könnt ihr den Organizer ganz einfach mit Klettverschluss an jedem Buggy oder Kinderwagen befestigen. Das geht ganz einfach. Links und rechts habt ihr einen Klettverschluss und dann könnt ihr auch von unterwegs immer auf eure Sachen zugreifen. Dann sind wir auch schon am Ende von unserem Video angekommen. Der Drag-Do liegt mit 450 Euro im mittleren Preissegment, ist aber dafür sehr hochwertig und auch robust. Und bei uns bekommt ihr, nicht vergessen, den Kinderwagen-Organizer mit dazu. Deswegen hoffen wir, wir konnten euch gut beraten. Und wenn ihr begeistert seid von dem 2-in-1 Fahrradanhänger, dann geht jetzt unbedingt bei uns im Shop. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Dann könnt ihr euch den Fahrradanhänger nochmal ganz in Ruhe anschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!